Gute Bude, hier Handkäse hier. Ja, das sollte eine Blackout-Parodie sein, mein Moin, ihr Landratten, aber wir sind ja hier in Hesse. Irgendwo, weiß nicht, wo war das? Sachsen? Auf jeden Fall Schwarzwald. Heute ein neues Video und heute geht es mal ein bisschen um die Gefahren beim Motorradfahren. Worauf sollte man am meisten achten und wie kann man relativ unfallfrei sein Leben als Motorradfahrer genießen? Ja, darum soll es hier heute gehen und ja, los geht's. Also jeder weiß, Motorradfahren ist schweinegefährlich. Wir haben im Gegensatz zu einem Auto keine Knautschzone. Wenn es uns jetzt hier in den Baum reinhaut, dann aber auch richtig, ne? Richtig. Ich meine, normalerweise sagt man, man macht keine halben Sachen, aber in dem Falle, ja gut, dann, wenn man es so sieht, wenn man so diagonal in so einen Baum reinfällt, dann wird man vielleicht geteilt und dann ist es auch nicht so schön. Ich würde einfach mal ein bisschen mit euch diskutieren, welche Gefahren sind hauptsächlich beim Motorradfahren vorhanden und wie kann man diese am besten umgehen oder vermeiden. Aber wir müssen natürlich auch weiterhin fit bleiben, ey. Mal ein bisschen dehnen. Ach scheiße, jetzt grün. Verdammt, ich hätte gerne noch ein bisschen Sport gemacht. Aber irgendwie immer, wenn ich an der Ampel stehe, dann ja, wird es auf einmal grün. Ist auch nicht so, dass ich irgendwie Zeit schinde oder so. Es ist tatsächlich einfach immer Gottes Wille. Oh, hallo, ich bin Gott. Willkommen im Himmel. Oh, ihr wollt mich wohl verarschen. So, kommen wir zum Punkt Nummer 1. Und zwar würde ich sagen, was an oberster Stelle steht, worauf man am meisten achten sollte, ist einmal die Selbstüberschätzung. Es ist oft so, dass man mehrere Monate oder Jahre fährt, ohne dass irgendwie ein besonderer Vorfall war und man einfach dadurch dann einfach immer mehr denkt, oh, okay, so langsam habe ich den Dreh raus und habe es richtig drauf. So, genau das ist das, was sehr, sehr viele dann kurz danach erst in einem Unfall verwickelt, weil einfach gedacht wird, man kann es einfach. Oder dass man halt nicht weiß, wo die Grenzen sind und man geht halt einfach immer näher ans Limit, ohne dass was passiert. Und ja, irgendwann ist diese Grenze aber überschritten und dann kann man meinen, so viel man will von sich selbst, dann legt es einen ab. Wenn man Pech hat, hat man seinen ersten Unfall, der dann richtig übel ausgeht und man sitzt dann tatsächlich im Rollstuhl oder man geht komplett drauf. Hier in der Landstraße, wenn du in eine Kurve rutscht, hier durch so eine Leitplanke, guck mal, wie schmal die sind. Ich bin jetzt auch 1,90 groß. Wenn ich da quer durchfliege, dann habe ich irgendwas abgesäbelt und dann hofft man, dass man irgendwie Extremitäten dann abgesäbelt hat, die einen nicht unbedingt das Leben kosten. Aber wenn der Kopf weg ist, ist der Kopf weg. Herzstillstand! Körper, hierher! Verdammt! Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Und zwar würde ich sagen, Punkt Nummer 2, was auch ziemlich weit oben stehen sollte, ist, dass eigentlich immer die Konzentration aufrechterhalten bleiben muss. Deutsch ist super und nicht schwer. Hört mal zu, bitte sehr. Dass eigentlich immer die Konzentration aufrechterhalten bleiben muss. Halt die Fresse! Auch wenn man jetzt längere Touren fährt oder wie ich jetzt hier Motovlog mache und einfach über Gott und die Welt laber, trotzdem muss ich halt, das ist halt extrem anstrengend, deswegen, wenn ich tatsächlich richtig intensiv in einem Thema bin, rase ich auch nicht oder so. Sondern da muss halt einfach auch so ein bisschen die Konzentration erhalten bleiben. Wenn ihr den Abend davor gesoffen habt und ihr seid einfach total fertig und das Wetter ist geil, dann überlegt euch lieber, soll ich jetzt wirklich aufs Motorrad steigen? Es gibt so viele Tage, wo man Motorrad fahren kann. Wenn man nicht persönlich auf der Höhe ist oder halt irgendwie ja, müde oder übermüdet oder halt wie gesagt verkatert, dann lasst es lieber bleiben. Ihr habt genug Tage, wo ihr fahren könnt und man denkt zwar immer, es passiert mir eh nichts, aber wenn es dann doch so weit kommt, dann ärgert ihr euch. Deswegen achtet auf euer inneres Ich. Wenn ihr zu müde seid, dann lasst es bleiben und ja, steigt lieber aufs Motorrad, wenn ihr wirklich körperlich fit seid. Macht es nicht andersrum, dass ihr müde seid und denkt, ihr müsst fahren, damit ihr wach werdet. Das wäre mein Tipp Nummer 2. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 3. Und zwar finde ich, Punkt 3 ist dann nicht mehr unbedingt an einem selbst, sondern tatsächlich die anderen Verkehrsteilnehmer. Ihr seht hier vorne die Autos. Ja, jeder hat seinen eigenen Fahrstil. Viele können nicht fahren, die aber trotzdem seit 20 Jahren Führerschein haben. Er hält hier schon die Kippe raus. Ja, die schmeißt er wahrscheinlich gleich einfach während der Fahrt raus. Und ich krieg sie ins Gesicht. Und wenn er das macht, dann ziehe ich ihn aus seinem Kackfenster raus. Is that all?
Aber ist halt auch im Verkehr halt sehr wichtig. Ein bisschen Mitdenken für andere muss man halt leider machen, gehört dazu. Wenn man nur an sich denkt und sagt, ja, ich habe Vorfahrt, ich brauche hier auch gar nicht gucken, das ist ein Problem. Also ich kenne viele Leute und man hört es auch immer wieder, dass Motorradfahrer irgendwie halt die Vorfahrt genommen bekommen haben und dann halt entweder schwer verletzt oder sonst wie im Krankenhaus landen. Und ja, das ist es halt, also es ist tatsächlich so. Man ist nicht immer schuld, Motorradfahrer wird schnell übersehen und es ist halt einfach die Scheiße und das ist halt einfach die Gefahr auch beim Motorradfahren. Ich schneid mal gerade ein Video von mir rein, wo ich auch eine Situation hatte, wo ich nicht wirklich mitgedacht habe, was hätte passieren können. Und ja, ich werde euch das jetzt zeigen und dann könnt ihr mal kurz in die Kommentare raten, was habe ich falsch gemacht. Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. Faxe biegt ab. Schade. Überraschung! Ja. Ich hoffe, ihr habt euren Kommentar schon abgegeben. Also ist ganz klar, ich habe hier das Auto überholt, weil es rechts abbiegen wollte. Allerdings war das halt eine Kreuzung, wo gerade rechts auch ein Auto stand. In dem Fall hatte ich halt Glück, wäre er einfach losgefahren, wäre ich der Dumme gewesen, ich hätte das meiste abbekommen. Und in dem Falle wäre ich auch schuld gewesen, weil ich hätte den nicht überholen sollen bei so einer Kreuzung, wo halt Autos rausfahren können. Das sind so Sachen, wo man halt einfach tatsächlich dann auch schnell reagieren muss. So Sachen muss man halt immer bedenken und ist halt auch eine ganz wichtige Sache, dass ihr halt für andere Verkehrsteilnehmer mitdenkt, besonders Autofahrer, und ja, in gewissen Situationen halt extrem aufpasst. So, der letzte Punkt wäre in dem Falle die Instandhaltung vom Motorrad. Das so ein bisschen Know-how ist. Nicht, dass euch irgendwann die Technik versagt oder sowas. Ja, generell so Kleinigkeiten, Luftdruck prüfen, Öl prüfen und ja, so Sachen, die euch halt einfach auch im Falle von einem Versagen gefährden. Prüft regelmäßig die Kette, Reifen halt, ob ihr irgendwo in einen Nagel gefahren seid oder sowas. Gibt es so oft, dass dann einfach ein Nagel drin steckt, man checkt es einfach nicht, man merkt es nicht. Und auf einmal verliert er Luft oder halt schleichend und dann habt ihr auf einmal einen Platten. Und in der Kurve ist es halt scheiße, wenn ihr einen Platten habt auf einmal. Oh shit, eine Goldwing, Alter. Links hinter mir ist eine Goldwing. Mann, da machst du auch eine Taunus-Tour hier, weißt du, und dann kommst du in so einen Scheiß hier. Okay, also ich muss zugeben, ich mach's auch nicht jede Fahrt, dass ich meine Reifen kontrolliere, ob da irgendwas beschädigt ist oder dass ich vor jeder Fahrt irgendwie gucke, wie der Ölstand ist oder Reifendruck oder so. Ich habe dann oft einfach auch Vertrauen da rein. Oh, die Goldwing. Oh. So, die Goldwing hat mir jetzt einen Weg frei gemacht, hoffe ich. Die hat ja, die drescht hier alle LKWs weg, wenn einer in die Quere kommt. Oh, Alter! Cool, dann lässt wenigstens die Leute mal durch hier. Aber man sollte halt schon schauen, dass man so ein bisschen schaut und ja, Kette einfetten regelmäßig, auch mal komplett reinigen. Ja, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Laufleistung, die er fährt, bevor er die Kette richtig macht. Ja, müsst ihr euch ein bisschen informieren. Vieles steht auch im Motorradhandbuch. Ja, das sind so die Sachen, an die ich mich immer halte beim Fahren. Gibt natürlich bestimmt noch ein paar mehr Aspekte, die man beachten kann. Aber das sind jetzt halt die, an die ich mich halte. Und ich bin jetzt seit 9 Jahren unfallfrei auf dem Motorrad. Davor war einfach ja, dumme Unfälle mit der 125er oder mit dem Roller. Da hatte ich halt die meiste Zeit gelernt. Und seitdem bin ich froh halt, dass ich dann auch mit den großen Maschinen, wo es dann tatsächlich mal ganz, ganz übel enden kann, dass da alles gut läuft. Ja. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Ja, war heute mal ein bisschen trockener das Thema und ja, aber muss auch sein, man kann nicht immer nur im Spaß und sonst wo leben, ne? Gehört zwar dazu, aber halt ab und zu muss man auch mal die paar ernsten Themen ansprechen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann dürft ihr mir gerne mal einen Like da lassen. Wenn es euch jetzt nicht so gefallen hat, dann dürft ihr mir trotzdem ebenfalls einen Like da lassen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr so beim Motorradfahren beachtet oder was ihr so als weitere Gefahrenquelle seht. Genau, ansonsten lasst mal ein Abo da und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann weiterhin im nächsten Video.
nächsten Sonntag oder so, ach, ist doch scheißegal, ich habe keine Ahnung, Alter, gucken wir mal, ne? Machen wir spontan. Haut rein, habt einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.